In diesem Video möchte ich einen kurzen Überblick geben über das Thema Mesh-Netzwerk und flächendeckendes WLAN zu Hause. Die Telefondose der Telekom ist in vielen Wohnungen und Häusern ja im Flur oder auch im Wohnzimmer zu finden. Das ist dann meist auch der Aufstellort für den WLAN-Router, in dem Fall hier auf dem Bild zu sehen, hier im Wohnzimmer positioniert, oder auch hier bei mir zu Hause der Speedport Pro, der auch optisch ja hier sehr schön reinpasst. Hat aber den Effekt letztlich, dass das WLAN möglicherweise nicht alle Räume optimal erreicht, einfach durch bauliche Gegebenheiten, Stahlbetondecken, dicke Wände, Pflanzen, Wasserleitungen und andere Störsignale durch elektronische Geräte im Haus oder Wohnung oder auch durch Nachbarn WLAN-Funksignale. Das führt, wie hier zum Beispiel zu sehen, dass in dem Raum hier oben nur noch eine minimale WLAN-Versorgung ist oder hier hinten im Gebäude gar keine WLAN-Versorgung. Und dieses Problem gilt es zu beheben. Ja, und so könnte das im Idealfall aussehen. Das gesamte Haus ist mit WLAN versorgt, das heißt, überall habe ich flächendeckendes Internet zur Verfügung. Das Ganze wird realisiert letztlich über WLAN-Repeater, die gab es ja schon länger. Man konnte WLAN-Repeater in den Räumen per WLAN oder LAN-Kabel anschließen, also per Netzwerkkabel, um diese Räume zu versorgen. Die Besonderheit am Mesh-Netzwerk ist nun, dass diese Geräte untereinander vernetzt sind und miteinander kommunizieren. Das heißt, die Speedhome Wifi haben auch zwei Prozessoren pro Gerät, die sind sehr leistungsstark und können letztlich immer feststellen, wo ein Endgerät sich gerade befindet. Also wenn ich hier hinten in dem Zimmer gerade sitze, bin ich halt im Zweifel mit diesem Repeater verbunden. Wenn ich dann loslaufe in den Raum, merkt das Gerät, okay, ich habe jetzt die optimalere Funkversorgung von diesem Repeater hier oder Speedhome Wifi, dann würde sich das Gerät umbuchen, ohne dass Sie das faktisch merken. Die Verbindung bricht nicht mehr ab, wie es vielleicht bei normalen Repeatern immer der Fall war. Dann laufe ich die Treppe runter, dann merkt irgendwann das Mesh-Netzwerk, okay, ich bin jetzt in der optimalen Funkreichweite vom Router, bucht mich dann auf den Router um und so interagiert dieses Mesh-Netzwerk mit meinem Endgeräten, dass ich immer die optimale WLAN-Versorgung zu Hause habe. So, was wird benötigt, um so ein Mesh-Netzwerk aufzusetzen? Als erstes brauche ich eine Basis, eine Mesh-Basis. Das kann entweder ein aktueller Telekom Speedport Pro Router sein oder der Telekom Speedport Smart Version 3. Diese beiden Geräte sind aktuell Stand August 2019 Mesh-fähig, können also als Mesh-Basis fungieren. Wenn Sie einen alten Telekom Router oder Router eines anderen Herstellers zu Hause bei sich haben und diesen noch weiter nutzen wollen, dann ist es alternativ möglich, diesen Speedhome Wifi Adapter, den ich hier drüben stehen habe, auch als Basis zu nutzen. Das heißt, dann bräuchte ich aber mindestens zwei solcher Geräte, von denen einer dann als Basis fungiert und die WLAN-Funktion des Routers würde ich dann deaktivieren. Neben der Basis brauche ich entsprechend noch die Mesh-Komponenten. Bis zu 5 solcher Speedhome Wifi Adapter kann ich neben der Basis dann betreiben. Diese können entweder per Netzwerkkabel angeschlossen werden, zum Beispiel in weiter entfernten Räumen. Wenn ich dort ein Netzwerkkabel liegen habe, kann ich die direkt mit dem Router verbinden oder mit einem Switch, den ich im Haus habe. Oder auch per WLAN können diese verbunden werden. Das heißt, wenn Sie in der Reichweite eines anderen Speedhome Wifi oder im Bereich der Basis sind, dann können Sie sich das WLAN-Signal holen und entsprechend wieder weitergeben. Ich habe hier das Menü meines Speedport Pro Routers, der ja bei mir als Mesh-Basis fungiert. Dann sieht man hier ganz gut, das ist die Basis und ich habe jetzt hier mit gestrichelter Linie einen Mesh-Repeater per WLAN angebunden, das ist der hier hinten steht und einer ist mit einer durchgehenden Linie, das ist der hier vorne, den habe ich hier per Netzwerkkabel mit dem Router verbunden, der bekommt also sein Signal über das Kabel. Auf der Rückseite des Speedhome Wifi gibt es ja hier zwei Netzwerkschnittstellen in Gelb, Gigabit Geschwindigkeit. Das heißt also, ich kann ja, wie schon erwähnt, entweder dort ein Netzwerkkabel direkt zu meinem Router legen, um das Gerät mit Internet zu versorgen. Aber alternativ ist es auch möglich, dass ich die Adapter untereinander vernetze, also mit einem Netzwerkkabel von einem Speedhome Wifi zum nächsten gehe. Also beispielsweise, ich habe hier meine Mesh-Basis, den Speedport Pro Router, gebe hier das WLAN-Signal hier hoch, weil ich zum Beispiel hier kein Netzwerkkabel liegen habe. Das heißt, dieser Repeater empfängt das Signal über WLAN. Lege mir hier aber ein Netzwerkkabel in den Nachbarraum, dann könnte ich den hinteren Repeater zum Beispiel per Netzwerkkabel anschließen, damit er vielleicht eine gute Versorgung hat, wenn hier zwischen eine dicke Wand ist, die sonst das Signal zu sehr dämpfen würde. Also da habe ich viele Möglichkeiten. Und die Netzwerksteckdose kann auch genutzt werden, um dort zum Beispiel den Media Receiver von Magenta TV anzuschließen. Das heißt, der Repeater empfängt das Signal über Kabel oder auch über
WLAN und dann schließe ich per Netzwerkkabel dort den Receiver an und habe letztlich so eine WLAN-Brücke damit realisiert. An der Vorderseite des Geräts gibt es hier noch 4 LEDs. Wenn die alle dauerhaft grün leuchten, dann ist es korrekt eingerichtet und funktionsfähig. Im Standby-Modus leuchtet nur die erste LED grün. Wenn Sie dort andere Farben sehen sollten, dass irgendeine LED gelb ist oder rot oder blinkt, dann weist das darauf hin, dass irgendwas nicht korrekt funktioniert oder eingerichtet ist. Dazu gibt es in meinem YouTube-Kanal ein eigenes Video, wo ich den Speed Home Wifi im Detail vorstelle und auch die Einrichtung zeige. Gerne einfach mal vorbeischauen und anschauen. Ja, für optimales Internet zu Hause empfehlen wir die schnellen Telekom DSL, VDSL und Hybrid-Tarife zusammen mit einem aktuellen Router wie hier dem Speedport Pro oder Speedport Smart 3. Diese sind bereits Mesh-fähig und können dann entsprechend Ihrer Bedürfnisse um bis zu 5 weitere Mesh-Repeater, dem Speed Home Wifi, ergänzt werden. An unserer Hotline beraten wir Sie gern zu den Tarifen und welche Tarife an Ihrer Anschrift überhaupt verfügbar sind, also welche Internetbandbreite. Auch auf unserer Webseite finden Sie weitere Informationen. Schauen Sie gerne vorbei.